Seit über 25 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit der Kunst, genauer gesagt mit der Malerei und dem Zeichnen. Ich habe mich schon an verschiedensten Malereien ausprobiert, wie zum Beispiel der Ölmalerei, der Acrylmalerei oder der Aquarellmalerei. In diesem Video möchte ich mit dir meine 5 wichtigsten Learnings teilen, welche ich in meinem bisherigen Künstlerdasein gemacht habe. Wenn dir dieses Video gefällt, lass mir gerne einen Like da oder abonniert gleich den Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Und wir legen gleich los mit dem ersten Punkt. Ich habe gelernt, dass Kunst Meditation ist. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht. Du arbeitest an einem Kunstwerk und versinkst förmlich in den Schaffensprozess. Du vergisst alles um dich herum und bist eins mit deinem Kunstwerk. Kunst ist vor allem für diejenigen, die einen stressigen Alltag haben, der perfekte Ausgleich. Wer Kunst macht, steigert nachweislich seine Konzentration und ist im Leben ausgeglichener. Der zweite Punkt, den ich gelernt habe, ist, dass man nicht zig verschiedene Farben benötigt, um gute Kunstwerke malen zu können. Durch das riesige Angebot im Kunstfachhandel neigen wir dazu, dass wir unzählige Farben und Farbabstufungen kaufen. Zugegeben, es ist wahnsinnig verlockend, neue Farbtöne auszuprobieren. Es ist aber auch wahnsinnig teuer, jeden Farbton fertig gemischt in der Tube zu Hause zu haben. Über die Jahre habe ich mir eine Farbpalette zusammengestellt, mit welcher ich jeden beliebigen Farbton mischen kann. Und das Gute daran ist, ich benötige nur eine Handvoll Farben auf meiner Palette. Welche Farben das sind, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Hier oben kannst du das Video anschauen. Aber erst, wenn du dieses Video angeschaut hast. Mein drittes Learning ist, dass die Acrylmalerei eine der besten Möglichkeiten ist, um in die Malerei überhaupt zu starten, aber auch um professionelle Malereien anzufertigen. Warum? Weil du mit Acrylfarben keine Regeln beachten musst, wie zum Beispiel in der Ölmalerei. Du kannst Acrylfarben nach Belieben übereinander schichten und hast außerdem unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Den vierten Punkt, den ich gelernt habe, den halte ich für überaus wichtig. Und zwar, dass man regelmäßig Erfolgserlebnisse braucht, um motiviert in der Kunst zu bleiben. Wer immer unzufrieden mit seinen eigenen Kunstwerken ist, hat irgendwann keinen Bock mehr und gibt das Malen auf. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine funktionierende Technik zu haben, mit welcher man seine eigenen Bilder malen kann. Eine Technik oder Herangehensweise eben, auf die man sich verlassen kann. Das ist auch der Grund, weshalb mein Masterkurs so beliebt ist. In diesem Online-Kurs lernst du eben genau diese funktionierenden Techniken und noch vieles mehr. Den Link dazu findest du übrigens in der Videobeschreibung. Und nun kommen wir zu meinem fünften und letzten Punkt. Und zwar, höre nie auf zu lernen. Wer sich nicht weiterbildet, bleibt stehen. Es ist doch überall so im Leben. Stillstand bedeutet Rückschritt. Gerade in einer kreativen Tätigkeit wie der Malerei gibt es unzählige Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Nutze jede passende Möglichkeit, um dich weiterzubilden. Und wage es auch, etwas Neues zu probieren. Das waren meine 5 wichtigsten Punkte, welche ich in den letzten 25 Jahren gelernt habe. Vielleicht ist der eine oder andere Punkt dabei, den du voll unterschreiben kannst. Wenn ja, dann schreibe mir das gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Nun hoffe ich, dass dir dieses Video Spaß gemacht hat und dass wir uns bald wiedersehen. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.